Ja, hallo Freunde, neue Folge von Kühnes Kochkanal. Heute gibt es wieder eine unserer Lieblingsspeisen, und zwar eine Lasagne. Wir haben schon vier veröffentlicht hier auf unserem Kanal. Die Links dazu gibt es im Laufe des Videos. Ja, heute machen wir eine Lachslasagne. Viel Spaß! Für unsere Lachslasagne brauchen wir folgende Zutaten: einmal Lachs, Spinat, Lasagneplatten, Milch, etwas Öl, Gemüsebrühe, Schlagsahne, etwas Senf, Zitronensaft, eine Zwiebel, Mozzarellakugeln, zwei Knoblauchzehen, Mehl, das waren ungefähr 4 Esslöffel, 60 Gramm Butter, ungefähr 2 Esslöffel Paniermehl und zum Würzen nehmen wir Pfeffer und Salz. Ich denke, jetzt habe ich alles und nun kann es losgehen. Nun schneide ich den Lachs in Stückchen. Befreie ihn eigentlich von der Haut. Ich denke mal, man wird wahrscheinlich auch Lachs bekommen ohne Haut. Ich habe den jetzt gekauft. Du hättest auch Räucherlachs nehmen können. Na, das wäre wahrscheinlich zu Eben, würzig das gewesen. vermute ich mal. Weg damit. Nächstes Stück. So. Ja, das mache ich jetzt noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Als erstes haben wir nun Öl in einer Pfanne erhitzt und da kommen jetzt unsere Zwiebeln und der Knoblauch. Alles klein gehackt, was wir natürlich nicht gezeigt haben, aber ich denke, wie das geht. Das sollte eigentlich jeder wissen. Schaut in unseren Videos nach, die ganz zu Anfang waren, da haben wir es eigentlich ständig gezeigt. Das Ganze lassen wir jetzt etwas anschwitzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Nun kommt auch schon gleich unser Spinat dazu. Der kann jetzt etwas zusammenfallen. Ich würze das Ganze mit Pfeffer. So. Und Salz folgt auch gleich. Wie gesagt, das darf jetzt etwas zusammenfallen und dann sind wir damit auch schon fertig. Ja, dann werden wir uns gleich wieder, ne? Genau. Wie ihr seht, das ist unser ganzer Spinat sehr zusammengefallen. Wer mehr Spinat möchte, gibt halt mehr dazu. Ich denke, Genau. für uns reicht es für eine Schicht und nun geht's gleich weiter. In einem Topf haben wir nun die Butter erhitzt. Da rein kommt unser Mehl. Das wird so diese Mehlschwitzen-Geschichte. So, ablöschen werde ich das Ganze mit der Brühe. Und kleckern ohne Ende. Gehört in der Küche dazu. Ach ja. Ja. Das Ganze versuche ich glatt zu rühren. Lass es weiter auf der Kochstelle. Das wird ja schon sämig. Das Ganze noch mal ein bisschen aufkochen. Ja, es wird dicklich. Nun kommt meine Milch dazu. So. Und ein Schuss Sahne, ungefähr 50 Gramm.
Boah, kommt hin. Das Ganze wird gewürzt mit Pfeffer. So. Salz. So. Sollte erstmal reichen. Saft von einer halben Zitrone. Und zwei gute Teelöffel Senf. Das Ganze lasse ich nun 3 Minuten aufkochen und dann sehen wir uns wieder. Und nun, ihr Lieben, wird geschichtet. Helmut, ich sehe gerade, wir wollen nach Italien. Brauchen eine neue Lasagneform. Ja, kleiner Riss drinne. Aber funktioniert noch. Genau. Aber Italien könnte ich trotzdem mal wieder. Naja, mal gucken, was kommt. So, jetzt ab zum Schichten. Genau, jetzt ab zum Schichten. Unten erstmal eine Lage Soße. Nee, Soße muss ich kommen. Genau. Dann kommen die Lasagneplatten rüber. So, die werde ich mir ein bisschen kürzen. Genau. Haargenau. Haargenau. Jetzt. Ich bin hier dreimal in der Küche. Jetzt mache ich mit dem Spinat weiter. Ich denke, für eine Schicht wird es reichen. So. Ein bisschen was hier. Das Ganze verteilen wir gleich noch ein bisschen schick. Zwiebeln und Knoblauch da auch noch mit. So. Und beiseite. So, jetzt kommt wieder eine Rutsche Soße. So. So. Jetzt geht es weiter mit etwas Mozzarella. Lasagneplatten. Hast du jetzt schon so? Ja, siehst du. Jetzt schon. So. So. Wieder eine Rutsche Soße. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt hier voll gesabberte. Nein, hast du nicht. Okay. Ich glaube, da kann man gleich noch eine zweite Schicht Lachs machen. Ja, das reicht, denke ich, auch jetzt erstmal. So, nun kommt wieder Mozzarella drüber. Und so machen wir jetzt weiter. Hier kommt wieder eine Schicht Soße, dann wieder Lachs. Und ganz zum Schluss kommt die Lasagne. Also kommen die Lasagneplatten drüber. Und dann sehen wir uns wieder. Genau. Unsere letzte Schicht ist die Soße auf den Lasagneplatten mit dem Schichten. Das ist jedem selbst überlassen. Ihr könnt auch
mehr Spinat nehmen und dementsprechend das Ganze ja, in mehreren Schichten drunter machen oder den Spinat nach oben oder wie auch immer. Ich gebe jetzt über die letzte Schicht noch etwas Semmelbrösel. Paniermehl. Semmelbrösel. Paniermehl. Genau. Aber ich glaube, da nehme ich nicht alles. Das reicht schon. Ich denke, das reicht auch. Es waren 2 Esslöffel Paniermehl. Ich denke, mit einem Esslöffel kommt ihr klar. Und nun rührt das Ganze bei 160 Grad Umluft in den Backofen. Ungefähr 40 Minuten. Ja, zwischendurch gucken wir mal rein, holen euch dazu. Ja, bis gleich. Ja, Freunde, das ist jetzt unsere fertige Lasagne. Wir werden es uns jetzt richtig schön schmecken lassen. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Leckere Lasagne, bestimmt nicht das letzte Mal gemacht. Wahrscheinlich werden noch mehr Lasagne-Rezepte folgen. Kleiner Tipp, wenn ihr oben die Kruste etwas brauner haben wollt, mischt das Paniermehl zusammen mit Parmesan. Aber auch so, total lecker. Und wie Anne schon gesagt hat, bei der Reihenfolge des Schichtens bleibt jedem selbst überlassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Unten rechts würden wir uns immer über ein Abo freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Bis dahin noch schönen Sonntag, bleibt gesund und tschüss.